Lieber Tom, ich freue mich riesig, dass wir heute das Interview machen können oder sag mal lieber Gespräch zu meinem Thema, wie kommen wir in unsere Kraft? Und zwar freue ich mich riesig, weil wir uns vor 3 Wochen hier oder 3,5 Wochen ungefähr hier in Portugal in deinem Pilgrims Rest, in der Pilgerstätte getroffen und kennengelernt haben. Und ich dachte so, wow, bei den vielen Projekten, die du machst, da steckt so viel Kraft drin. Das wäre jetzt ideal zu hören, wie bist denn du in deine Kraft gekommen? Tja, Sabine, erstmal herzlichen Dank, dass du vorbeikommst. Ich versuche auch schön zu sprechen als Österreicher, ja? dass die Zuschauer uns gut verstehen. Die Frage, wie kommst du in deine Kraft, das ist ungefähr so, wenn du mit der Tür ins Haus fällst. Ja? Also das ist ja kein Prozess, wo du die Tür aufmachst und dann gehst du rein und sagst, ah, hallo Kraft, hier bin ich. Ne? Genau, es ist ein Weg. Genau, es ist ein Weg und ich glaube, ganz wichtiger Weg ist, dass du sehr viele Erfahrungen machst in deinem Leben und wo auch das Scheitern und Fehler machen dazugehören darf. Das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Fehler schon fast nicht mehr erlaubt sind. Und da denke ich mir, ganz wichtig ist es ausprobieren. Ich meine, schau meine Haare an. Ja. Ich sage immer noch, Jugend forscht, also ausprobieren und daraus lernen. Und vor allem, was für mich wichtig ist, ist der Spaß am Leben nicht zu verlieren, auch wenn es noch so manchmal dicke daherkommt. Aber ich denke mir, Probleme sind da, um sie zu meistern und daraus wird man stark, wenn man den Lebensmut nicht verliert. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ne? Ich denke. Sinn. Und sonst gibt es ja noch ein Achtel guten Rotwein. Das sollte man nicht vergessen. Kann auch helfen, ne? Ja, ja. Mit Maß und Ziel, ne? Ja. Hast du so für dich, wo du sagst, das waren für dich Wegmarker auf deinem Weg, wo du jetzt rückblickend vielleicht sagst, das war für dich entscheidend, in deine Kraft zu kommen, in die Präsenz zu kommen, in das, was du jetzt ausstrahlst und auch alles halten kannst? Also wie ich am Anfang oder eingangs erklärt habe, ich denke, ganz wichtig ist immer so reflektierend zurückschauen, innehalten. Und vor allem das Innehalten ist ganz wichtig. Was habe ich bis jetzt geschafft? Was habe ich bis jetzt erlebt? Und wenn ich zurückblicke in mein Leben, was man ja kaum glaubt, und wenn man mich so anschaut, da ist ja jeder ziemlich verwundert, dass ich 13 Jahre Berufssoldat war. Mhm. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe sehr viel gesehen durch die Auslandseinsätze, sehr viel Leid gesehen, ein anderes Weltbild bekommen, was uns vielleicht suggeriert wird. Und nach 13 Jahren hatte es für mich eine Zeit gegeben, wo ich gesagt habe, okay, die Energie ist jetzt für mich nicht mehr tragbar. Ich habe sehr viel gelernt, da bin ich auch sehr viel dankbar. Auch sehr viel über mich gelernt, was es heißt, körperliche Schmerzen zu erdulden oder eben das emotionale, psychische Leid, wenn du mit toten Kindern agieren musst, ja, und das dir an einen Punkt bringt, wo man sagt, wie kann Mensch überhaupt so sein? Und dann beginnt man natürlich Fragen zu stellen, System zu hinterfragen. Aber es ist ein ganz ein wichtiger Teil in meinem Leben gewesen, dass ich jetzt in meiner geglaubten Kraft bin. Das ist schon spannend, dass du sagst, so diese, ich würde jetzt mal sagen, harten Erfahrungen. Ne? Das sind ja keine Erfahrungen, die sich jemand wünscht, wo er sagt, ja, her mit solchen Erfahrungen, ich möchte in meine Kraft kommen, genau solche Erfahrungen möchte ich. Aber eigentlich sind es ja genau die, die einen das Stück weit weiterbringen auf dem Weg. Ja. Ne? Nicht die schönen Phasen, die können manchmal auch hilfreich sein, man braucht es auch zum Durchschnaufen. Ja. Aber ja. Ist ungefähr so, wenn du mit unseren Kindern sagst, na, das machst du nicht, das darfst du nicht tun, und dann ermöglichst du ihnen nicht die Möglichkeit, dass sie sich ihre, wie sagt man in Österreich, die Hirne abstoßen. Mhm. Ne? Und das ist für mich ein ganz wichtiges Projekt, dass man sie vielleicht begleitet und dass man sagen kann, aus seinen Erfahrungen erzählen. Ne? Und wenn ich so eben zurückblicke, hat mir das sehr viel gelernt, dieses Schmerz, dieses Leiden, aber auch im Gegensatz dieses Wundervolle, weil irgendwann kommt man mal drauf, dass sich die Erde trotzdem weiter dreht und die gibt dir eigentlich, es wird kein Stern vom Himmel fallen, wenn du dich unglücklich fühlst. Also finde einen Weg und der Weg ist mannigfach. Ja? Und da bin ich bei meiner, ich habe es dir schon mal erklärt, bei meiner Potato-Philosophie, also bei meiner Kartoffel-Philosophie, wenn du einen Kartoffel siehst,
dann wirst du wahrscheinlich mehr Kartoffel ernten. Aber sei nicht traurig oder sauer, dass du keinen Mais erntest. Ne? Ja. Und das ist halt mit sehr vielen Dingen, die uns im Leben umgeben. Ob das jetzt unsere Aussagen sind, unsere Handlungen sind, da gehen wir jetzt wieder zurück auf unsere großen weisen Meister, die uns das schon vor Jahrtausenden gesagt haben, aber wir haben es einfach aufgrund vieler Ablenkungsmöglichkeiten, ich sage jetzt nur diese und jene und hier, haben wir einfach manchmal vergessen, auf diese weisen Worte zu hören und es auch versuchen, nur annähernd in unserem Leben einzubauen, weil dann würden wir erkennen, dass hoppala, es gibt ja ein Gesetz, was funktioniert. Das heißt, was ich sehe, werde ich ernten. Ne? Und da sind wir wieder bei gewissen Meistern oder von Gott Gesandten, ja? die uns das schon mit Liebe beibringen wollten. Und zum Dank haben wir sie heute für ans Kreuz genagelt. Ja, was ich jetzt spannend finde, einerseits die Erfahrung, die du gemacht hast, wo du sagst, du hast aus den harten Erfahrungen gelernt. Aber ich denke, es sind nicht nur die Erfahrungen alleine, die dich so weit gebracht haben, sondern wahrscheinlich die Art und Weise, wie du damit umgegangen bist. Weil es schafft ja nicht jeder, aus solchen Erfahrungen stärker hervorzugehen. Ne? Manche gehen dadurch auch kaputt. Richtig. Da wäre jetzt die spannende Frage, weißt du oder hast du entdeckt, bist du dir bewusst, welche Haltung, welcher andere Bewusstsein oder was es bei dir ausgemacht hat, dass es dich in deine Kraft geführt hat oder du jetzt heute daraus schöpfen kannst, aus dem, was du erlebt hast. Ja, wie gesagt, es gibt so gewisse Meistern, auf die man dann stößt, wenn man mit dem Bild oder sprich mit der Matrix nicht ganz zufrieden ist oder mit dem Bodenpersonal von gewissen Gekreuzigten, ne? Um es vorsichtig auszudrücken. Wie gesagt, für mich ist Spiritualität ein stetiger Begleiter gewesen, sogar auch schon in der Armee, man glaubt es kaum. Weil ich habe ja damals gedacht, ich versuche mit meinem Dienst in der Armee weltweit Gutes zu tun. Ja? Worauf ich nach vielen Jahren draufgekommen bin, vielleicht ist es doch besser, einen Baum zu pflanzen im Garten und davon hat man mehr, hat man Schatten, hat man Früchte und das aus nur einen einzelnen Samen. Mhm. Und wir leben immer noch in diesem Bewusstsein, dass wir zu wenig haben. Und wir sitzen jetzt bei mir im Garten, den ich mit meinen Freunden betreibe, um uns selbst zu versorgen. Dieses schöne Gefühl, dass du einen Samen siehst in die Erde und daraus kommt ein Strauch, ein Busch, ein Baum und da ist eine Frucht mit wieder vielen Samen drauf. Ja bitte, wo ist denn hier die Armut? Ja, yes. Und wir leben noch in diesem geistigen Herumdümpeln und da denke ich mir, ist es ganz wichtig, dass wir auch hier mit diesem Wissen in unsere Kraft kommen. Gepaart mit dem, was uns die Natur bietet, das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, wir haben verloren den Weg mit der Natur, den haben wir verloren. Keiner will mehr seine Hände in die Erde stecken und mit Mutter Erde zu kommunizieren und einfach nur beeindruckt sein, wie wunderbar es ist, dass du diesen Samen in die Erde steckst und du gibst ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen ein Pflege und dann beschenkt dich die Mutter Natur und sie ist nicht so blöd und sagt, ich kriege jetzt 10 Euro dafür. Gut, deine Arbeitskraft, ne? Deine Arbeitskraft, aber arbeiten müssen alle. Deine Zeit, nee, ja. Die Fülle hier in deinem Garten ist wahnsinnig umhauend. Und ja. Du hast uns vor ein paar Wochen ja gezeigt, also da kann man nur staunen. Ja, und jetzt haben wir schon sehr viel gegessen davon. Ne? Und ist trotzdem noch da, ne? Ja, genau. Meiner Meinung nach, was auch wichtig ist, ist, wenn man in die Spiritualität oder sprich, man versucht zu erkennen, wie die Gesetze des Lebens sind, um seine Kraft zu kommen, ist für mich ganz wichtig, was ich mitgeben möchte, ist das Gesetz der Kausalität, das Gesetz der Resonanz, ja, und dann gepaart mit ein bisschen dieses Gefühl der Synchronizitäten, dieses Wort, der Carl Gustav Jung geprägt hat, und da gibt es ja einen wunderbaren Roman, der schon ein alter Schinken ist, aber trotzdem immer noch jetzt die Situation so auf den Punkt bringt. Ja. Also wenn du jetzt verstehst, dass Ursache und Wirkung, oder im Asiatischen, weil ich bin ja als Buddhist jetzt auf dieser Welt, wobei ich sage, Buddhismus ist für mich keine Religion, sondern ein möglicher Pfad, weil das Christentum oder sprich, was Jesus uns gelehrt hat, da ist alles drinnen, da ist die Essenz drinnen. Wir brauchen es nur ein bisschen ausprobieren, spielen miteinander, ja, ohne dass wir uns gegenseitig
den Kopf abschlagen. Ja, da haben wir schon sehr viel gewonnen mit dieser Erkenntnis. Also wenn wir diese Kausalität und also sprich Ursache und Wirkung, wenn wir das einmal verstanden haben, dann werden wir aufpassen, was ich mit dir mache oder mit jemand anderen oder hier in unserer Pilgerherberge mit meinen Gästen oder in meinem Therapiezentrum mit meinen Patienten. Ja? Und daraus entwickelt sich ja das Gesetz der Resonanz. Also Gleiches zieht Gleiches an oder der eine hilft dem anderen hinauf. Und wenn du deine Synchronizität Ohren und Augen aufsperrst, dann bist du in einem Lebensfluss der Holler die Walfee, anschnallen. Ja? Ja, das mit den Synchronizitäten hatten wir ja vor 3 Wochen schon, wo du gesagt hast, ah, du liebst dieses Gefühl und diese Synchronizitäten und du gehst auch total danach. Das fand ich bewundernswert, dass du da nicht überlegst oder nicht auch nach Normen gehst oder was ich gehört oder nicht, sondern wenn du diesen Impuls hast, sofort und unmittelbar. Ja. Ich spreche ja wildfremde Personen an. Entschuldige, hier ist eine Synchronizität, dass ich noch rausspringen kann. Eine Synchronizität, ich muss mit dir jetzt leider zum Sprechen anfangen. Und meistens entwickeln sich da, wenn ich so zurückschaue, die letzten 20 Jahre wunderbare Freundschaften. Und wir haben gegenseitige Informationen, wir helfen uns gegenseitig. Und das ist immer wirklich witzig zum Beobachten. Ich kann es nur jedem empfehlen. Versucht, diese Synchronizität in euer Leben einzubauen, auch wenn es manchmal hart kommt, weil das sind ja genau diese Aufgaben, wo wir stark werden. Und wenn wir es schaffen, diese Gesetzmäßigkeit in unser Leben einzubauen, so wie beim Radfahren, ja, also ein Kind kann ja nicht von heute auf morgen Radfahren, sonst würde es ja mit einem Fahrrad auf die Welt kommen. Ja. Aber wenn es zuerst lernt, mit dem Laufrad zu fahren, und dann ist es nur ein kleiner Sprung, mit dem großen Fahrrad zu fahren. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, wo ich sage, wenn wir das schaffen, dann bist du schon so voller Freude, dass du in deine Kraft gehst. Und dann, wenn du in einer Kraft bist, hast du Platz für andere. Ja. Ja, das finde ich eine super Sache, weil wir auch die Idee kamen, oder wir vor 3 Wochen drüber hatten, wo mein Sohn Krafttraining, ihr euch unterhalten habt, ne? Und die Frage war so, ja, wenn du dann aber diese Kraft da hast in den Muskeln, ne? Muss sie auch da haben, nicht nur da. Ja, auf beiden Seiten. Vielleicht auch noch hier. Aber für was setzt du es ein? Was möchtest du damit, ne? Und ich finde, es ist eine Frage, die ist nicht nur bei der körperlichen Kraft relevant, wofür setze ich die Kraft ein, sondern da genauso, ne? Wenn man in seiner Kraft ist, in seiner Präsenz ist, wenn man voll da ist, stellt sich irgendwann auch die Frage nach der Verantwortung, damit auch was zu tun, eben zum Wohle aller, zum Wohle. Ja, es gibt ja nichts Besseres, wie Gutes zu tun, weil das ist ja wie mit der Bohne in die Erde reindrücken. Was passiert denn, wenn du deine Bohne in die Erde reindrückst? Du kriegst einen Riesenstrauch und du kannst den ganzen Sommer davon essen. Also warum sollte es mit diesen Dingen, die Gutes hervorbringen, warum sollte ich sie nicht auch liebevoll in eine Erde drücken, die ich vorher ein bisschen gepflegt habe, ihm dann auch weiterhin ein bisschen betreibe. Was soll denn da rauskommen? Ja, wenn ich Gutes sehe, werde ich Gutes ernten. Und das ist ja das Schöne an diesem Gesetz. Und diese Fülle, die nie aufhören wird, die hört nie auf. Die hört nie auf, schön sprechen, gell? Die hört nie auf, diese Fülle. Und das, wenn du das verstehst, dieses universelle Gesetz, ja, wo ist denn noch die Trauer? Wenn ich beginne zu verstehen, dass wenn ich Gutes tue und wenn es nur eine Hand ist, dass ich dich auf einen nächsten Level ziehe oder mir dir meinen Fuß gebe, dass du über das nächste Hindernis kommst und daraus entwickelst du dich zu einem neuen, ich will jetzt nicht sagen besseren, weil wenn du das zu Ende philosophierst, was ist gut und böse, ja? Was ist Schatten und Licht? Ist jetzt Schatten schlecht oder ist die Sonne gut? Also man könnte... Vor ein paar Tagen bei 38 Grad war der Schatten verdammt gut. Ja, also. Aber es kann in dieser Dualität nur eben diese zwei Sachen sein. Wo Schatten ist, muss Sonne sein. Wo Sonne ist, muss Schatten sein. Und es funktioniert nicht anders. Ja. In dieser Dualität, die wir in einer gewissen Art und Weise aushebeln können. Ja? Aber wir dürfen das Leben nicht per se abschneiden, dass wir sagen, wir wollen aus dieser Dualität ausbrechen und versuchen, dieses Losgelöste zu leben, weil ich denke, viel mehr und viel, viel schöner ist es,
diese Dualität erst einmal zu beherrschen. Ja? Diese Dualität, die man versteht, dass wenn die Sonne aufgeht, dass Schatten kommt. Jetzt müssen wir noch einmal, gell? Ja, was war deine Frage? Fragst du mich nochmal, oder? Ja, ich frage dich nochmal. Wir hatten hier eine kurze Unterbrechung, weil der Nachbar seinen Hund lautstark gesucht hat. Deswegen, wir hatten den Punkt, dass wenn du in deiner Kraft bist, dann auch die Verantwortung kommt, damit was zu tun. Oder eine Verantwortung. Ich das Gefühl habe, dass, ja, wenn man in seiner Kraft ist, auch eine Verantwortung da ist, sich zu überlegen, was man damit anstellt. Ja, genau, und das ist der Punkt. Wenn man ja eben das erkennt, wenn man eine Bohne in die Erde drückt, dann wird wahrscheinlich ein Strauch entstehen. Und dieser Strauch wird uns so viele Fisolen, Bohnen geben und sogar noch mehr, dass wir noch mehr pflanzen können. Also wo ist hier die Angst der Leere oder der Traurigkeit? Wenn man dieses Prinzip verstanden hat, dass ich, wenn ich Gutes sehe, werde ich Gutes ernten, ja, dann denke ich mal, wo ist die Trauer dann? Und es entwickelt sich ja, dass der eine den anderen hilft, ja, und es entstehen dann so viele Möglichkeiten, Abzweigungen, und alles geht aber in eine Richtung, in einen langsamen Prozess der Entwicklung, der nicht stehen bleibt. Und wenn man das versteht und auch dieses Verantwortungsbewusstsein übernehmen kann, dass ich achte auf meine Wortwahl, auf meine Gedanken, auf meine Handlungen, ja, dass ich darauf achte, wie ich mit dir umgehe, mit anderen, wie wir schon am Anfang besprochen haben, dann ist das ein gesamter Prozess, der dich spiraltechnisch nach oben schraubt. Und da bin ich mir sicher, das Karma von gestern wird dir nur mal ins Bein pinkeln und nicht mehr ins Gesicht. Ja, wo du gesagt hast, um die Erde gut kümmern, ne? Dass du dir den Samen reingibst. Ja. Ich denke, das ist auch ein Ding, sich um sich selbst gut zu kümmern. Absolut. Wenn man die Samen reingibt, um mit sich selbst gut umzugehen, um den Weg gehen zu können. Ne? Absolut, ja. Da gehört eben dazu, dass man auf sich selbst achtet, auf seine Wortwahl, dass man auch Zeit findet, innezuhalten, dass man sich von den, entschuldige, wenn ich das jetzt sage, weil das ist jetzt ein anderes Thema, sich von den Medien ein bisschen befreit, ja. Weil man wird ja zugemüllt und ich sage jetzt mal, deine Meinung wird ein bisschen manipuliert. Ich will jetzt die Arbeit der Journalisten nicht schlecht machen, aber bleib mal in deinem Garten 2-3 Stunden und grabe in der Erde, welche Bilder, welche Gedanken dir kommen. Setz dich mal hin und meditiere. Mach mal eine Runde im Wald und lauf und jogge und dann setz dich hin ans Meer und mach Yoga-Übungen. Mach das mal für 2-3 Wochen. Du wirst es vermissen. Du wirst immer an diese schöne Zeit denken, dass du Körperpflege machst, dass du geistige Hygiene betreibst, und da gehört auch dazu, dass man sich ein bisschen von den Medien befreit, ja, weil sonst bin ich ja auch wieder in dieser Angst, weil es wird uns ja leider durch den öffentlichen Medien, ich will sie jetzt nicht schlecht machen, aber sehr viel Angst suggeriert, und wir leben aber parallel in der Fülle, und das ist etwas, was ich noch nicht ganz verstanden habe, aber ich habe mich ja auch für die Meisterschaft entschieden und nicht in einer Höhle zu sitzen und zu meditieren. Ne? Also das Spiel geht ja weiter, auch für mich und für jeden, der in diesem Leben wandelt. Ja? Aber wie gesagt, wenn man dieses Verantwortungsbewusstsein auf sich nimmt, kann man ja auch vielleicht schon mal andere Bohnen setzen oder man sich vielleicht an den Mais heranwagen oder vielleicht für Kinder da zu sein oder einfach für jemanden, der Hilfe braucht. Mhm. Was sind deine Bohnen, für die du da bist? Ach, das sind mannigfach. Ja. Nicht nur diese Bohnen oder diese Pilgerherberge, sondern einfach nur für die Pilger da zu sein. Ich habe ja auch die Bohne des Therapiezentrums bei mir in der Heimat in Matze. Ich habe aber auch eine Bohne gesät in Nepal, wo ich schon mehrere Schulen gebaut habe und für Kinder eine neue Art der Ausbildung zu schaffen, die eher auf Empathie geht, wie auf massiv Wissen in das Hirn reindrücken. Und die letzte Bohne, die ich gesät habe mit Freunden, ist eine freie Schule in unserem Heimat, in Matze. Und das magst du alles parallel, gell?
Die Pilgerherberge. Ja. Komm in deine Kraft. Nepal. Die Schule. Ja, aber es braucht auch, wenn du in deiner Kraft bist, dann kannst du auch andere Leute begeistern und investieren. Aber ins Positive. Und dann schaffen wir gemeinsam Projekte, die man alleine nicht schaffen würde. Ja? Alleine kann man nicht auf 10 Hochzeiten tanzen, aber mit vielen Freunden kann man viele Sachen versuchen. Ja. Und nach 5 oder 10 Jahren weiß man dann, ob es gut war oder nicht. Aber es nicht zu versuchen, wäre fatal. Ja, aber ich glaube, das ist ein gutes Stichwort von dir, zu sagen, auch mit Freunden oder in einem Netzwerk, ne? Dass du ein Netzwerk hast, auf das du baust, auch hier in der Pilgerherberge. Ne? Menschen, die sich um die Pilger auch kümmern, oder jetzt hier Freunde, die sich um den Garten kümmern, oder vor 3 Wochen haben wir es mitgekriegt, habt ihr hier zusammen mit der Wasserleitung zu mehreren wart ihr zugange. Das sind Dinge, die sind teilweise auch gar nicht alleine. Nein, geht nicht. Das geht nur mit Freunden oder mit einer Community, die man begeistern kann. Aber ich kann sie nicht begeistern, wenn meine Lebensfreude im Nirvana ist, ja, oder das Karma. Aber ich will nicht sagen, Karma nichts machen. Ne? Genau. Was schenkt dir die meiste Lebensfreude? Die meiste Lebensfreude ist das Erkennen der Synchronizität. Das macht mir unglaublich viel Spaß, und meine Familie natürlich. Aber auch die vielen Projekte, die in Nepal, wenn ich jetzt sehe, die kleinen Kinder, die wir vor 15 Jahren im Waisenheim aufgenommen haben und jetzt Früchte tragen und jetzt Krankenschwester werden und solche wunderbaren Dinge, da sieht man einfach, die kleine Bohne ist jetzt ein großer Busch und gibt jetzt auch schon wieder andere Bohnen, um anderen Menschen zu helfen. Und ich habe unglaublich viel, einen großen Freundeskreis mit vielen, vielen, vielen Herzen, und auch mittlerweile sehr viele Jugendliche oder Jüngere, viel Jüngere, die sich infizieren lassen und sagen, hey Tom, ich helfe dir in Nepal, komm, sag mir, was soll ich tun? Gibt es eine Möglichkeit? Ich will auch Sinnvolles machen. Mhm. Also, ja, mach mal. Ist ja lustig. Genau. Das ist doch super. Im Prinzip könnte man jetzt sagen, für die Zuhörer gibt es ja auch eine Möglichkeit, wer möchte sich ganz konkret bei deinem Nepal-Projekt auch... Ja, nicht nur im Nepal-Projekt, auch in einem Schulprojekt. Also man kann sich mannigfach unsere Projekte unterstützen. Man kann das Pilgrimsrest unterstützen, damit das größer und schöner wird. Man kann die Lotus-freie Schule Seenland unterstützen. Da suchen wir nach einem größeren Gebäude. Man kann aber auch eine Patenschaft in Nepal übernehmen für ein Kind und die Schulausbildung bei uns ermöglichen. Und wie gesagt, da ist es am besten, wenn man mich versucht zu finden im Internet, und dann sieht man die ganzen Zweige. Wir können ja dann noch nach dem Interview diese Adressen einblenden. Genau. Da fragen wir dann den Techniker, wie das funktioniert. Ja. Und da würde ich mich freuen, wenn man mich in meinem Lebensweg unterstützt, anderen zu helfen und Lebensfreude zu finden. Genau, so ist es. Lebensfreude finden, das ist genau. Super. Ja. Gibt es für dich noch was, wo du sagst, das möchtest du noch aus deiner Erfahrung, aus deinem Leben? Ich glaube, wenn ich mitgeben? Das jetzt sagen würde, dann würde das Video, glaube ich, noch eine Stunde dauern. Aber ich denke, das Wichtigste ist das Erkennen der Gesetzmäßigkeiten, das Gesetz der Resonanz, der Kausalität und der Synchronizität. Dies gepaart in einem wunderbaren Cocktail wird dich in deinem Leben katapultieren. Und wenn du das erkannt hast, dann wirst du im Mitgefühl leben, in der Hilfsbereitschaft, in der Dankbarkeit, in der Demut, und nicht verschwenderisch sein. Weil wir haben nur eine Erde, und wir sollten sie auch so behandeln. Ja. Was mir noch einfällt, was du vor 3 Wochen gesagt hast, wo wir uns abends mal unterhalten haben, was ich total spannend fand, dass du so eine Liebe für Probleme hast. Wo ich hatte so, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ob es beim Kochen war oder was, wo ich das Gefühl hatte, so war das eine Hommage an Probleme. Und das ist ja eine Einstellung, die, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt typisch ist. Die meisten versuchen ja eher, Probleme zu vermeiden. Ja, ich meine, der typische Satz ist, Probleme sind hier, um sie zu lösen. Ne? Aber wenn man daraus eine Chance
erkennt. Ja? Wenn man daraus Veränderungen oder wichtige Prozesse, hast du mir nicht vorher gerade erzählt, ihr seid dann da gestanden und ihr habt nicht gewusst, worum ihr da steht und dann kommt plötzlich dieser Mensch auf euch zu. Ja. Und hat euch das Problem quasi weggenommen und dadurch hat sich dann etwas Schöneres, etwas Besseres, etwas Aufregendes ergeben. Und so sollte man mit Problemen umgehen. Die sind nicht da, um uns fertig zu machen, sondern damit wir daran wachsen. Und das ist das Geheimnis eines Problems. Das ist da, um dir liebevoll in den A zu treten und dich weiterzubringen. Super. Lieber Tom, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses funkensprühende, bereichernde, lebendige Gespräch. Es macht immer wieder Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Und ich glaube, wir könnten hier locker noch den Abend verbringen. Aber ja, das wäre für unsere Leute Zuhörer und Zuschauer ein bisschen too bisschen much. Lang. Am besten, ihr kommt her oder wir sehen uns in Österreich. Und wir sagen in Österreich, wir ratschen mal eine Runde, ne? Quatschen wir mal. Ne? Aber danke für euer Kommen. Es war für mich auch eine Bereicherung. Danke auch an Roland. Und bitte kommt immer und immer wieder. Sehr gerne. Und alles Gute für eure Arbeit, die ganz, ganz, ganz wichtig ist. Danke dir. Ganz lieben ich Dank. Ich danke dir. Super, dann können wir jetzt essen gehen. Brauchen wir einen Cut? Wenn ihr euch verabschieden wollt. Also mir ist schon der Fuß eingeschlafen, also wir vorbei. Also nach 15 Minuten bitte ein Zeichen und vielleicht... Aber das kriege ich nicht mit nach 15. Aber... Aber der Daniel... Nach 15 Minuten und noch... Aber ohne Klingelton bitte, gell? Ja. Also. Gut. Durchschnaufen. Okay. Ach, schade. So. Jetzt haben wir so im Fluss, können wir essen gehen, aber jetzt haben wir das, Hour-Take und das Bein ist eingeschlafen. Die kommt wieder an ihren Kulisse Platz. Die Kulisse wird verschoben. Die Kulisse kommt wieder an ihren Platz, genau.